Medaillon. Wie viele Medaillons gibt's denn eigentlich? Mal so blöd gefragt. Das hätte Gerrit doch gleich mal rausfinden können, bevor er hier reingeht. Können wir gleich mal in die Ziele gucken. Die Medaillons, ja. Ganz toll. Komm jetzt. Nicht ewig Zeit hier. Ich will fertig werden. Kann ich diese komischen Feuerdinger da ausschießen? Vielleicht. Das wäre echt hilfreich. Ja, sehr gut. Gut. Wenn mich nicht alles täuscht, kann ich mich jetzt hier... Oder auch nicht. Oh. Mann, jetzt muss ich warten, bis der Typ wiederkommt. Das dauert doch Jahre. Vor allem, es hat sich überhaupt nicht gelohnt, das auszuschießen. Da ist immer noch hell. Wo soll denn hier Licht herkommen? Hier ist doch überhaupt keine Lichtquelle. Außer die Lava da hinten. Ja, ja. Ich mecker schon wieder. Ich bin schon wieder am Rumweinen und Rumleien. Es tut mir so leid, jedes Mal. Ich kann mich dann immer nur wieder entschuldigen, wenn ich so ein bisschen eskaliere. Aber ich eskaliere nun mal gerne bei sowas. Wenn so ein Spiel so komisch rumbackt. Und dieses Spiel backt einfach auch mal ganz, ganz komisch rum. Mann, wo bleibt der Hansel denn jetzt, ey? Oh. Vor allem, ich kann da auch nicht einfach auf den zulaufen. Wenn ich auf den zulaufe, schießt er mir seinen komischen... sein komisches Zeug ins Gesicht. Los jetzt, komm hier. Und Gerrit, wenn du jetzt wieder die Treppen runterspringst wie so ein Esel, ey, dann... Los, komm, 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 komm. Na, endlich, so. So, du wirst zu deinen Kollegen geschleppt. Sind das jetzt eigentlich Hüter oder was sind das für Typen? Mal ganz ehrlich, ich habe das nicht so wirklich gereilt. Sind das Hüter oder sind das Hamariten oder wer ist das denn eigentlich hier? Es soll ja eine Hüter-Expedition sein. Müssen das ja Hüter sein. Habe ich eigentlich schon Energie verloren? Ach, hier hätte ich mich auch verstecken können. Ganz toll. Ganz toll. Toll gemacht. Nee, ey. Völlig umsonst diese Nummer jetzt hier wieder abgezogen. Völlig umsonst. Ach nee, ne? Ist nicht dein Ernst. Die erwarten jetzt nicht von mir, dass ich da mit Seilpfeilen rüberspringe. Wie viel habe ich eigentlich? 5. Oh Gott. Ist es wahr? Also bevor ich darüber springe, mache ich erstmal da das Licht aus. Würde ich sagen, weil... Wer weiß, was da hinten wieder ist. Perfekt. Also komisch, mit Wasserfallen kann ich besser umgehen als mit allen anderen Sachen. So, Nummer 1. Numero uno oncho. Numero dos. E voilà, Numero... Und ich habe nur noch 2 Seilpfeile. Verdammte Axt. So, Joro meinte zu mir, ich soll die Pfeile gefälligst immer einsammeln, nachdem ich da rangesprungen bin. Aber ja, wie soll ich das denn hier in so einer Situation machen, ohne zu sterben? Also mal ganz ehrlich. So. Wenn ich jetzt, vielleicht sterbe ich jetzt sowieso. Weil Gerrit wieder inkompetent hoch 2000 ist. Hoch 2 Millionen, muss man ja eigentlich schon fast sagen. Die Frage ist jetzt, ich meine, jetzt seht ihr hier, könnte ich theoretisch den einsammeln hinter mir. Aber jetzt ist die Frage, macht das Sinn? Komme ich hier wieder, komme ich hier weg? Also, oder wenn ich flüchten muss, weil... Ja, komm, scheiß drauf. Hebe, 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 hebe. So.
Nicht, dass ich hier den jetzt rausziehe, das wäre echt fatal. So. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht mich irgendwie verbacke. Oh Gott, das ist ganz fies jetzt. Komm. Oh, ja. Ja, 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 ja. Den erreiche ich nicht mehr. Komm, da scheißen wir jetzt einfach mal gepflegt drauf. Wirklich, also, sehe ich jetzt nicht ein. Was ist das hier? Ist das eine Leiter? Soll das eine Leiter sein? Bestimmt. Ist egal. Machen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich gucke jetzt erstmal hier hin. Nix. Ich hoffe, das war kein Fehler. Weil da war ja so von wegen Fallen und so. Ach ja, da war so von wegen Fallen und so. Oh, oh, das ist ja nicht so gut. Ich weiß nicht mehr, was die Fallen waren. Also bevor ich das jetzt mache, muss ich erstmal aufs Klo gehen. Es tut mir leid. Da mache ich jetzt an der Stelle mal einen Cut und dann bin ich ohne drückende Blase, kann ich besser denken, ja. Da bin ich dann gleich wieder da. So, ich bin wieder da. Und jetzt haben wir schon die erste Hürde. Hier ist eine Leiter. Und Garrett ist ja immer so ein bisschen leicht inkompetent, was Leitern angeht. Oh, was ist das? Oh, oh, da sind Fallen. Aber wo? Was passiert hier, ist die Frage. Ich kann auch nicht quicksaven. Verdammt, das ist jetzt richtig fies. Hätte ich... Oh. Oh. Ah, habe ich mich gerade erschrocken. Wo war denn hier ein Auslöser? Oh Mann, ist egal, komm. Nichts passiert. Ich habe Schwein gehabt, dass ich gekrochen bin. Da hat mich der Typ, der da hinten lang lief, der hat mich indirekt, hat er mir das Leben gerettet, weil ich so geduckt gelaufen bin und so hat mich dieses Stachelmonster hier nicht erwischt. Wenn ich aufgestanden wäre, dann wäre es passiert. Da wäre ich tot gewesen. Eie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 
Das ist aber noch einer. Das ist noch einer. Das sind doch zwei, okay. Irritiert mich jetzt ein bisschen, ehrlich gesagt. Wow. Kommt er plötzlich auf mich zu? Das Feuer brennt. Die Erde bebt. Das Wasser fließt. Und wo summt der andere Typ hier? Okay, ist doch keiner. Hm, komisch. Komisch, komisch. Ich dachte, da in der Ecke würde noch einer stehen. Da höre ich doch einen stehen. Ich höre einen stehen. Hört nur, ich glaube, ich rieche was. Oh Mann. Wundervoll. Eine Störung. Ja. Eine Störung. Du bist die Störung, mein Freund. Eine Störung. So, vielleicht habe ich Glück und ich finde hier diese ganzen Talismane von den Hütern. Talismane, diese, ach, wie hießen sie nochmal? Die Medaillone. Die Medaillone, Mensch. Vielleicht sind die hier. Hey, steht doch irgendwo einer rum, oder nicht? Okay, der läuft rum. Der geht da wie Falschgeld, läuft der da rum. Da hinten, ah, okay, da hinten in der Ecke ist noch einer. Alles klar. Bin ich hier zu sehen, wenn ich hier stehe? Oh ja, bin ich. Ah! Es herrscht völlige Stille. Oh. Okay, das muss ich unbedingt ausmachen, dieses Feuer. Nichts, genau, nichts. Wer stört diesen Ort? Keiner. Was ist das denn hier? Warum bin ich hier zu sehen, ey? Ist das wegen dem da? Wegen dem Ding? Oh, das ist nervig, ey. Was? Komm, scheiß drauf. Wenn der jetzt hier lang kommt. So. Drauf gepfiffen hier. Ewigzeit hier rumzudengeln. So, Moment. Ich gehe jetzt mal ganz kurz hier noch rein, weil hier scheint ein einzelner Raum zu sein. Ja, Wahnsinn. Ein Versteckraum. Hätte ich die ganzen Fackeln wahrscheinlich gar nicht ausschießen brauchen. Das war nur so eine Nische, eine Verstecknische. Ach man, komm. Ein Geräusch tönt in der Luft. Und zum Schluss kommt ein Geräusch. Ja, lol, auf euch verspende ich jetzt bestimmt keinen Gaspfeil. Könnt ihr knicken, Leute. Ah, Geld. Ich frage mich, ob das Gas, was da rauskommt, ob das tödlich ist. Warum kann man die aufmachen, wenn da sowieso nichts drin ist? Es ergibt keinen Sinn. Whatever that is. Hebel. Wofür? Wozu? Ich muss mir, glaube ich, vor solchen komplexen Leveln echt mal eine Komplettlösung durchlesen, weil ich habe keine Ahnung, wirklich, ich habe keine Ahnung, wofür jetzt dieser Hebel gut sein soll. Ich weiß es einfach nicht. Oh. Hier scheint ja niemand langgelaufen zu sein, weil hier habe ich nichts gehört, die ganze Zeit. Ja, hier ist auch gar nichts. Ganz toll. Aber warte mal, das ist doch sonst ein völlig sinnloser Raum hier. Was soll das denn, ey? Oh Gott. Ist vielleicht an diesen Säulen hier irgendwas irgendwo am Rand so? Manchmal sind diese Sachen immer total gut versteckt. Nee. Warum laufe ich eigentlich kriechend? Das ist mal